Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Mit welchen Kräften, mein Führer? Ich glaube! Du stößt auf Stahnsdorf vor. Dann soll die Armee in Kirchbach! Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt... Sie wird das saufen in ihrem eigenen Blut! Feiglein! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Stalin! Du stößt auf Stahnsdorf vor. Widerstand in den Weg gelegt! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mein Führer, das kann und darf nicht sein. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollbeats! Und stößt auf Stahnsdorf vor. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Und also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Göring soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Feiglein! Stalin! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Dann entblößen wir die Westfront. Ja, vielleicht schon dort! Nein. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Nein. Die Logik der Frau. Mein Führer, ich bleibe auch. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Ja, der schleicht er dann gleich wieder ab. In unserem Staat möglich gemacht. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Stalin! Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Ach, Unsinn! Feiglein! Dann soll die Armee in Kirchbach! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Die Schule Ehren! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Holen Sie mir, Feigelein! Wie bitte? Stalin! Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Und stößt auf Stahnsdorf vor. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Feiglein! Stalin! Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Dann suchen Sie ihn eben! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Verrat! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern! Wie bitte? Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Stalin! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Versteht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Feiglein! Stalin! Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Von vor kommt der Beschuss! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Deutsche Falke! Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. So behaupten Sie, ein Angriff Wengs sei unwahrscheinlich. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Dann soll die Armee in Kirchbach! Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Wildfremder, unberechenbarer Künstler, all die anderen, ja! Es muss wieder Schwung in die Sache. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Und stößt auf Stahnsdorf vor. Verrat an meiner Person! Und stößt auf Stahnsdorf vor. An meiner Person! Stalin! Feiglein! Ich war hier von der Akademie.
Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehl des Führers ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden Notscheine nicht kriegen. Wir müssen an meiner Person!